Fußballfans. Ich darf Sie zur heutigen Partie ganz herzlich begrüßen. Wolf Fuß und Wolf Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Aus SC Freiburg gegen Hannover 96. Spannende Geschichte hier, Wolf. Ich denke, beide sehen das als wichtige Aufgabe. Letztes Spiel haben wir das zweite zu null Spiel in der Saison rausgeholt im DFB-Pokal. Auch für Ziel hat das erste zu null Spiel seit einer Saison. Ganz energisch. Ja, gut gemacht bei Sogar. Und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Schade. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Boah, da kam doch gefährlich, Alter. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ah, schade. Da kriegt er sein Fuß dazu. Oh, viel Platz jetzt. Die Rufe der Fans, die ahnen hier eine gute Chance. Chance jetzt zum Führungstor. Tolle Parade. Aber gezählt hätte das Tor ohnehin nicht. Abseits. Aber Glück gehabt, Alter, dass sie den Konter nicht ausnutzen konnten. Die Gäste sind mit starken Auftritten zum Team mit den meisten erzielten Toren geworden. Wenn du mit dem besten Sturm in so ein Auswärtsspiel gehst, dann ist natürlich immer die Frage, wie gehst du das an? Setzt du auf die Offensive? Agierst du eher zurückhaltend? Ich bin sicher, sie werden auch heute wieder die perfekte Mischung gefunden haben. Man kennt das ja von ihnen. Da ist das Pressing erfolgreich. Sie versuchen es. Ja, Ziele, ganz sicher. So. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Ganz alleine. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Das könnte gefährlich werden. Könnte. Sie bringen den Ball in die Mitte. Wird es, den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht so gut die Druck hinter diesem Ball. Schönes Zuspiel. Kein Tor. Schade. Da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Schade. Also Breisgau. Ah, schade. Jetzt gibt's einen Einwurf. Haben wir auch knapp fast den Ausgleich gemacht. Und den kriegen wir. Freiburg kann über außen kommen. Flanke jetzt. Jetzt da hinten der Keeper mit dem Ball. Klasse, wie er da hingeht, gibt Einwurf. Ah, nein, der Pass. Damit ist dieser Angriff. Hätte ich doch mal eine Sekunde länger gewartet. Stafelidis. Emmanuel Dennis. Freiburg, ja, das kann gefährlich werden. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Nein. Bestellt kurz die Aufstellung um. Ich hasse diese Ausdauerkacke. So.
sind aber auch schon gut angeschlagen. Die Defensive. Kurzer Eckball. Ivan Alejo. Ball kommt hart, Ball kommt mit jeder Menge Druck, aber drüber. Ja, Gott sei Dank. Da suchen sie jetzt die Lücke. Der Angriff Spannend in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Der Pass kommt an, war nicht präzise genug. Wird Einwurf geben. Er bekommt die Unterstützung. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Oh, boah, was ein Ding, Alter. Das Tor. Was ein Ding, Doppelpack für Soldi, Alter. Das guckt mir so voll an. Wunderschön über den Verteidiger. Dann nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wichtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. Wunderschön. 2-1. Hier ist noch alles drin. Spiel gedreht. So schnell kann es gehen. Sehr guter Einsatz. Langsam wird's gefährlich, schönes Dribbling. Und jetzt die Chance. Und Dreierpack. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. Drei Tore. Oh. Eine Weltklasseleistung. Geil. Schön unter die Latte gehämmert, Alter. Manu macht auch ein mega Spiel, Alter. Ich glaube, er kommt gleich noch rein in die Mannschaft. Jetzt sehen wir hier die Wiederholung vom Tor, inklusive Torlinientechnik. Und die können wir bei dem Treffer wirklich gebrauchen. Und oh, regulär, da war die knapp, Alter. Hinter der Linie. 3-1 heißt es also jetzt. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Ivan Alejo. Alejo. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, ich dachte, die machen mehr perfekt in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ach, schlechter Pass von Bonu. Chance zum Anschlusstreffer. Schön die Flanke abgeblockt. Das war knapp. So, gut verteidigt. Da haben sie die Chance. Gehalten, ach, ganz stark. Ja gut, das wäre wirklich treffen schwierig. Jetzt können sie vielleicht kontern. Emmanuel Dennis. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Oh. Das ist der Pausenpfiff nach der ersten Hälfte. Also die 3-1-Führung, gehen wir in die Pause. Lagen 1-0 zurück und haben uns zurückgekämpft und eine 3-1-Führung draus gemacht. Und ja. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. So, schön und stille. Auf Soldi. Ah, da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Manu, hätte ich doch nicht passen sollen. Das stand eigentlich relativ. Emmanuel Dennis. Die Chance jetzt vielleicht zum Porter. Ich kann sagen können, dass der Pass nicht ankommt. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Oh, der Ball gewinnt. Glück gehabt. Es war wichtig, dass sie sich da nicht das Tor fangen. War eine haarsträubende Szene. Ja. Platz auf dem Flügel für Hannover. Ach, Lali. Schade. Schieße Geld wird wieder. Hier jetzt einen Wechsel geben.
Flanke kommt. Den kann er natürlich ganz locker halten. Leider da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. So. Er fängt diesen Pass ab. Sie kommen. Oh, Leopold. Sie können es machen. Der Ball ab, geht runter und dann kommt er auch an diesen Ball. Schöne Parade. In die Ecke kommt. Da ist der Ball erstmal raus. Dass sie hier so deutlich vorne liegen, das hat natürlich eine ganze Menge mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun. Das ist herausragend. Ach, wichtig, schade, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Täuschert. Ich glaube, gut zugestellt. Aber nicht vorbei. Stafelidis. Und da haben wir ihn, den kommenden Gegner von Hannover 96. Es geht gegen Juventus im nächsten Spiel in der UEFA Champions. Letztes Spiel aber 2-1. Und da werden sie über sich hinauswachsen müssen. Sonst wird es nichts mit einem Sieg. Direkt weitergeleitet auf Stehle. Auf Leopold. Die Mitspieler bieten sich an. Ah, schade, ich aber dann ist doch nichts aus dieser Situation, Gefahr bereinigt. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Sie können kontern. Gut. Macht aber nichts raus erstmal. Oh. Wird gut dazwischen, weg ist der Ball. Sie spielen steil, gefährlich. Und heute sind sie schon mit 3 in vorne. Der nächste Treffer, also die sind heute nicht zu bremsen. Wunderschön, wir wechseln mal aus. Diesmal stimmt's. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine Lösung. Und wir haben einen neuen Spielstand. 4-1. Ja, das gibt Einwurf. So. Lembolo. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Da wäre Platz für den Konter. Jetzt ist er vorbei. Was? Gute Ball, er hält diesen Ball. Es wird jetzt hier gewechselt. Jetzt der Eckball. Ah, schade. Wenn Bayer nicht aufs Tor bekommt. Wenn Bayer ihn getroffen hat. Wir bekommen hier gleich den Schlusspfiff für dieses Spiel, in dem eine klare Führung für die Gäste auf der Anzeigetafel steht. Da kann nichts mehr passieren, dafür ist der Vorsprung zu klar, zu deutlich. Da glauben selbst die größten Optimisten nicht mehr an die Wende. Lembolo. Oh. Das macht er gut. Der kam gefährlich, Alter. Sie können den Ball abfangen. Almada. Den Ball kann er abfangen. So. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Sie holen sich hier den Ball. Ja, da ist Platz jetzt.
Weltcup-Sieger. So. Jetzt in der Anspielstation. Ball erobert. Ja, ich weiß nicht, warum er nicht auf der linken Seite weiter durchläuft. Ist das die Möglichkeit? Sie mit viel Routine, tolle Parade, macht sich lang. Und der war nicht so einfach. War ein guter Ball, aber die Parade war noch besser. Ball ist erstmal wieder raus. Pass kommt nicht an. Ja, energischer Vorstoß. Jesus Arezzo. Gute Chance. So gerade eben noch geklärt. Da wäre es fast passiert. Vom Vorteil. Naja. Schlusspfiff in dieser Begegnung. Das war's. Die Gäste. Ein sehr schöner Sieg gegen Freiburg. Sie gingen sehr früh in Führung. Aber wir konnten schon in der ersten Hälfte das Spiel drehen mit Risoldi. Er hat seinen Dreierpack gemacht und dann hat Teuchert noch auf der Sahnetorte das Kirschchen drauf gemacht. 4-1 und dann haben wir gewonnen. Und ja, ich danke euch fürs Einschalten. Wir kräftigen unseren ersten Platz in der Tabelle und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Euer Black Blues, haut rein.